Hallo, da bin ich wieder, Captain Knurke. Heute bin ich unterwegs mit Das Ding oder The Thing. Und die Mission ist Claw and Disorder. Ja, heute verknoten wir ein paar Tentakel von Doc Ock. Und mal schauen. Das Ding ist bei mir inzwischen auch Level 11. Ihr wisst ja, wir haben da eine Herausforderung. Und ja, da war ich schon fleißig am Leveln mit ein paar Charakteren, mit ein paar Helden. Denn wir wollen ja schließlich, was ist mit meiner Stimme los? Ganz kleinen Moment. So. Klingt genauso scheiße. Egal. Genau. Wir hauen jetzt ein paar Tentakel in die ins Gesicht. Fangen wir mal an. Your friendly neighborhood isn't too friendly right now. Doc Ock's filled the streets with more claws than a crab convention. Keep your eyes open and don't get grabbed, squad. Jo, machen wir doch glatt. Dann mal ran. So. Ist, glaube ich, relativ kurz, die Mission, also dürfte keine großen Schwierigkeiten machen. Hör auf zu schießen, Junge! In die Fresse. Jawohl. Ach, wir brauchen nichts. Weiter geht's. Waschen wir hier mal durch. Ja, hier meine Lieblinge hier. Die tun nicht wirklich weh, aber... Kommt meine Fähigkeit. Jawohl. Die macht so Spaß. Holen wir gleich noch die Sternchen. Dann haben wir sie schon wieder. Und mal gucken, ob wir es nochmal machen können. Naja, nicht alle erwischt, aber trotzdem. Komm, den kriegen wir so platt. Wumms, wumms. Pack mal deine Tentakel ein, Freundchen. Genau. Ach, das war's schon. Na, hier eine Banane können wir mitnehmen. Banana! Ganz vergessen. So, dann mal ran hier. Hallöchen! Und Cannonball, Baby. Die sind so schnell platt. Sternchen, Sternchen. Ach, guck mal. Cannonball nochmal eingesetzt. Das Sternchen noch genommen und jetzt bist du noch dran, du armer Kerl. Weg mit dir, du Schmock. Sterne brauchen wir auch nicht mehr. Na, na, was zu futtern? Ein Stern. Naja, okay. Was haben wir hier drin? Mehr Geschwindigkeit. Naja. Okay. Hauen wir den noch ein bisschen was in die Fresse rein. Ihr habt es nun mal nicht anders verdient. Du wolltest schon wieder schießen, ich hab's genau gesehen. Kleine Mistkröte. So, habt ihr was zu essen fallen gelassen? Natürlich nicht. Hallöchen. Ich komme mal zu dir. Cannonball! Bams! Ruckzuck erledigt, da kommt schon der nächste Schub. Hier gibt's Erdbeeren, hier gibt's... Ach, meine Freunde. So. Was meckerst du denn rum hier, hä? Hör mal auf, hier eine große Fresse zu haben, Freundchen. Ich bin fast tot, sehe ich gerade. Die Erdbeere ist natürlich weg, ist natürlich auch cool. So. Aber... Ich würde sagen, souverän gemeistert. Abschnitt abgeschlossen. Okay, wurde am Ende ein bisschen knapp, aber... Egal. Gepackt ist gepackt. Ich habe mir fest vorgenommen, diesmal nicht zu sterben in dieser Mission. Also, vielleicht sollte ich auch ein bisschen vorsichtiger umgehen. Ich renne hier einfach schon wieder drauf los. Aber egal, noch... Oh, verdammt, die Kralle hat mich erwischt. Das macht nichts. Wir sind noch fast voll. Haben alle Sterne. Und, ach komm, hier. Obwohl, da liegt eine Banane. Kriegt man die noch? Kriegt man die noch? Jawoll. Würde ich mal sagen, alles bestens. Weiter geht's. So. Eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Alles weggeräumt. Das Ding schnappen wir uns noch. Und dann geht's ab in die nächste Runde. Hallo.
Zack. Oh Mann, das ist so über. Dieses Cannonball, das ist eigentlich unfair. Verdammt unfair. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht zu sterben. Also muss ich alles ausnutzen, was ich habe. So. Jetzt kommt der dran. Das war's schon. Okay. Nächste Runde. Wen haben wir denn da? Was wollt ihr? Sterben, oder? Gut. Dass wir das geklärt haben. Hier gibt's was zu futtern. Hau zu, hau sie platt. Lass dich nicht veralbern. Jawohl. So, das. Kleine Mist-UFO. So, erstmal K.O. geschlagen. Und jetzt noch draufhauen. Komm. Komm, komm. Jetzt weg. Ich weiß genau, was passiert. Hm. So, und. Da ist er down, da ist er down. Ich glaube, das war's. Jawohl. Haben wir es tatsächlich hinbekommen. Gut. Dann ist jetzt wohl Doc Ock an der Reihe. Lassen wir ihn mal nicht warten. Na? Ja, den Kaffee brauchst du. Mal gucken. Aber ich sehe schon kommen, jetzt... Beim Endgegner, beim Boss fange ich an zu sterben. Na, was machst du? Was machst du? Nichts? Ach, jetzt fängst du an zu schießen. Du blöder Penner. Und gleich nochmal, los. Uah. Na, das... Sind wir doch ganz gut im Rennen, aber irgendwie macht er gerade nichts. Oh doch, verdammt. Was soll denn das? Hör auf mit deinen Mädchenkrallen. Dein Piu 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 kann mich mal. Ja, Cannonball. Na, wenn das mal nicht reingehauen hat. Na, die Erdbeeren schnappen wir uns noch. Irgendwie hat er wenig Aktionen heute. Dafür machen wir ihn jetzt fertig. Ich denke, das war's. Und? Was? Ein Schlag hat noch gefehlt. Aber den hat er bekommen. Jawohl, Baby. Da liegt er flach. Das sollte Adamantium heißen. Und wir brauchen die Tickets und das Silber. Ihr wisst ja, wir wollen es ja irgendwann mal... Ich glaube, momentan sind immer noch die Silver Surfer. Für 25.000 Silber. Und im letzten Video, wer es gesehen hat, wollte ich ja noch was machen. Oder hatte ich eine Frage gestellt. Da warten wir noch ein paar Tage. Bisher hat einer geantwortet. Ich zeig's euch nochmal, um was es geht. Super. Haben wir das auch wieder geknackt, das Ding. Und... Guckt, schauen, wo ist der Shop? Hier ist der Stift. So, Helden. Also, ihr seht, She-Hulk und American Dream sind beide im Angebot für 300 Gold. Und die haben wir. Die habe ich zur Verfügung. Bis jetzt hat sich einer gemeldet, der hat gesagt, wählt She-Hulk oder Wet She-Hulk. Ich lasse es aber noch offen. Ich hoffe, das hält jetzt noch ein paar Tage, damit ihr auch genug Zeit habt, das Ganze abzustimmen. Ich weiß ja nicht, regelmäßig werden die Videos ja sicher nicht geguckt. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit für die Entscheidung, weil ihr sollt das entscheiden. Entweder
Red She-Hulk oder American Dream. Sucht's euch aus und schreibt in die Kommentare. Ich werde von dem letzten Video und von diesem Video die Kommentare mir anschauen und zusammenzählen. Anschauen tue ich sie mir sowieso. Und ja, dann werde ich einen der beiden kaufen. Und zwar den, der die meisten Stimmen hat. Oder diejenige, die die meisten Stimmen hat. Also nochmal, American Dream oder Red She-Hulk für 300 Gold. Entscheidet euch. Ich freue mich. Tschö, tschö.